So, ich habe es in einem anderen Video schon mal angesprochen, aber heute nochmal separat, damit es auch möglichst jeder mitkriegt hier auf diesem Kanal. Ich möchte ganz gerne, beziehungsweise schon längere Zeit habe ich den Wunsch, Permakulturkurse zu geben. Irgendein Workshop, irgendwie was und in einer Geschichte, wo man sich quasi gegenseitig hilft. Ich denke, ich habe in dem, ja, jetzt ist es das fünfte Jahr in dieser Zeit, sehr viel gelernt und sehr viel, was ich so weitergeben kann an jene, die es halt interessiert. Und ja, ich würde gerne mit euch da draußen, wer auch immer Lust hat, irgendwie permakulturmäßig hier was starten. Im Idealfall jemand mit Zelt, der irgendwie in einer Chill-Ecke sich niederlässt, da irgendwie sein Zelt aufbaut, auch vielleicht hier im Pavillon-Bereich und da seine Zeit verbringt, sich das gemütlich macht und ja, mit hier bei der Gartengeschichte quasi mit einsteigt und was lernen möchte. Das wäre der Idealfall. Ja, aber alles entspannt. Ich möchte euch da draußen was ermöglichen. Also wenn jemand was dazulernen möchte, aber jetzt nicht so körperlich so groß aktiv werden möchte, dass er den ganzen Tag mit Gärtnern verbringt oder so, kann ich das auch verstehen. Da kann man sich zusammen irgendwie eine gewisse gemütliche Zeit machen, sag ich mal. Ich bin aber vergeben, das schicke ich mal vorweg. Nicht, dass da jemand mit Hintergedanken kommt. Ihr glaubt gar nicht, was man erlebt hier auf YouTube bzw. Instagram, da könnte ich aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht wäre das mal ein Video wert, so ein bisschen, ja, was hinter den Kulissen passierte, was ich so in Stories erzählen könnte. Da gibt es einiges. Ja, also, hast du da draußen Lust, Bock auf einen Permakulturkurs, Workshop, irgendwas in diese Richtung? Man kann gemeinsam irgendwie nochmal Essen machen oder so. Allerdings, kann es ruhig auch was Selbstständiges sein, also im Fall eines Zeltes zum Beispiel oder so, kann man natürlich auch ohne mich hier sein, gar kein Problem dann, aber natürlich nach Absprache. Ja, da muss man irgendwie zusammenfinden, sich auf gewisse Art auch verstehen, nicht aneinander vorbeireden. Also ich gehe ganz bewusst mit meinen Worten dann um, wenn ich mit jemandem kommuniziere. In der heutigen Zeit ist es aber nicht ganz so leicht, wenn die Leute aneinander vorbeireden und ich möchte schon ein paar Sachen vorher geklärt haben, damit da nachher nicht irgendwie was in eine falsche Richtung läuft. Ja, so sieht das aus. Das ist so eine Art Win-Win-Situation. Wird dem Garten helfen, wird mir helfen. Ich würde gerne mal eine Zeit lang die Seele baumeln lassen, mal gerne ein, zwei Wochen wirklich nichts tun müssen. Aber die letzte Zeit und die Einschläge, ja, zähren mich schon wieder im Garten, weil ich bei ein paar Sachen nicht hinterhergekommen bin. Ja klar, ich mache das mit dem Flo zusammen. Auch er hat seine Sachen. Alles übrigens ohne Geld. Ich möchte kein Geld haben oder so. Wenn du Interesse hast auf ein bisschen Permakultur-Workshop, dann kannst du dich hier drunter melden. Als Kommentar oder du schreibst mir direkt an die E-Mail-Adresse, die ich jetzt einblende, oder die Nummer werde ich nicht mehr ewig haben. Die Nummer, die ich jetzt hier drunter einblende, ich bin schwer zu erreichen, aber da ich das jetzt natürlich rausposaune, werde ich dann natürlich nachgucken. Ich werde euch tatsächlich noch die Handynummer einblenden, da könnt ihr mich anschreiben. Bitte habt Geduld, ich bin nicht so der Handymensch, auch wenn das ne, bei der Aktivität auf YouTube und anderen sozialen Medien. Ja, anscheinend ist das durchaus so, dass ich das Handy eigentlich fast den ganzen Tag lautlos habe. Nee, es ist eigentlich so. Es ist eigentlich, sag nicht eigentlich, wenn es nicht so ist. Also es ist so, dass ich größtenteils das Handy auf lautlos habe und auch nicht so schnell reagiere. Bitte um Zeit, es kann ein paar Tage dauern. Lass uns irgendwie zusammen gucken, wie das irgendwie passen könnte. Idealerweise kommst du hier aus der Gegend, aber ich bin offen auch für Menschen, die von weiter her kommen. Im Idealfall mit Zelt, das macht uns alle unabhängiger. Könnt ihr schön zelten in meinem Garten, im Pavillon oder da drüben, wie auch immer sich das dann eben ergibt. Jo, das ist nun raus. Ich würde mir das so wünschen, neue Menschen kennenzulernen, mit denen ich hier so meine Erfahrungen teilen darf, die wissbegierig sind, die was lernen wollen. Ja, also es geht nicht um Urlaub machen, es geht schon darum, ich sag mal, einen gewissen Mehrwert mitzunehmen. Das wäre mir ein Bedürfnis. Ja. So, ich bin durch, sage vielen Dank für euer Interesse, meldet euch bei mir, ich bin raus und sage Tschüss, euer Lars und weg.